Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren abgedrehten Folge Deathloop. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Wir starten direkt in die nächste Mission rein. Und ihr könnt gerne in die Videobeschreibung reinstarten, Freunde. Alexis ist ein komplizierter Mensch. Er ist ein Arschloch. Aber trotzdem hat sich's scheiße angefühlt, oder? Nein. Wirklich? Nicht mal ein bisschen? Naja, die meisten Lebewesen verspüren eine Art von... Kann man dieses Ding abschalten? Nein. Im Ernst? Es gibt keinen Ausschalter? Nein, ist eine Sicherheitsfunktion. Okay, ja, Freunde, schön, dass ihr am Start seid. Danke für den Support an die Leute, die das hier immer noch unterstützen. Werft einen Blick in die Videobeschreibung, Freunde. Macht gerne beim Gewinnspiel von meinem Partner Instinct Gaming mit. Könnt ihr Game eurer Wahl gewinnen oder Guthaben für eure Konsole. Einfach mal abchecken. Auch gerne mir auf Social Media folgen. Und, upsie. Ich habe nach der letzten Folge auf jeden Fall meine Sachen hier ein bisschen aufgelevelt. Wieder geclaimt die Sachen und so weiter und so fort. Und, jetzt die nächste... Mission ausgewählt von dem nächsten Visionär. Missionär wollte ich schon sagen. Visionär natürlich. Und zwar kann ich euch das ganz kurz mal zeigen. Und zwar hier einfach. Ja, weil wir hier schon relativ weit fortgeschritten sind. Machen wir das jetzt hier einfach mal weiter. Und schauen noch mal, wie wir vorankommen. Dass wir dann auch das Spiel bald mal beenden. Ne? Wäre eigentlich ganz gut, glaube ich. So, kann ich jetzt hier... So, ist hier noch irgendwas? Ey, du bist auf meiner Seite. Mach hier keinen Alarm, okay? Okay, muss nicht sterben, Bruder. Wenn du keinen Bock hast, stirb halt nicht. Und tschüss. Hui, Alter, geil, ey. Schön, wie er gegen die Wand geflogen ist. So. Ja, wo war der Sniper, Boy? Ah, da. Och, das ist doch... Willst du mir sagen, dass eine Pistole nicht darüber schießen kann, oder was? Willst du mir das wirklich verkaufen hier, oder was? Als Tatsache, oder was? Soll ich da erstmal rüberkommen und dir den Arsch aufreißen, kleiner Pisser? So. Was zum... Die Steuertafel aufdecken. Alexis, Alexis, Alexis. Okay. Heilung. Sieht er mich? Okay. Mach schneller, mach schneller! Okay. Na. Nein, nicht. Ihr seid auf meiner Seite. Beruhigt euch. So, neue Nachrichten. Ego. Hey, Alexis, wann geht die Party los? Deine Party, meine ich. Du hast doch sicherlich ein paar Wolfsmasken... Was ist denn heute los, Alter? Du hast doch sicherlich ein paar Wolfsmasken übrig, oder? Ich will nicht der Einzige ohne Maske sein. Ich bin doch zur Party eingeladen, oder? Wolf, schreib mich gefälligst mit meinem verfickten Nickname. Hatten wir das nicht schon mal gelesen? Egal, komm. Den Rest könnt ihr euch gerne selber lesen. Dann haben wir hier noch eine Nachricht. Ego, riechst du das? Events gesetzt. Nur aufgrund professioneller Neugier bin ich geneigt, um Klarstellung zu... Was hatten wir doch... Hatten wir das nicht gelesen? Irgendwie kommt mir das voll bekannt vor. Aber scheiße. So, Feldnullifizierer. Du hast die Effekte deiner Tafel auf ein unbelebtes Objekt angewendet und jetzt fragst du, wie man das wieder aufheben kann. Gegenvorschlag, lass die Finger davon. Ich schaue mir deine unsichtbare Steuertafel später an. Vielleicht kann man... Okay. In der Zwischenzeit müsste... Okay. Und, ach so, muss ich das da rüber tragen oder wie? Oder was? Das haben wir abgespielt. Steuertafel sichtbar machen. Können wir das rüber? Ja, genau, rüber tragen. Okay. Was sind das für Zettel hier? Zugang von innen. Liebe Mitarbeiter, sobald der Loop eingerichtet ist, kann sich das Team mit anderen Aufgaben beschäftigen. Dazu gehört vor allem der Zugang zu Generatorstation von Operation Horizon unter dem Loop-Kontrollzentrum. Da sich unterhalb einiger äußerst empfindlicher Ausrüstung... Da sich unterhalb einiger äußerst empfindlicher Ausrüstung befindet, sind gewaltsame... Da sie sich... Ey, ich kann nicht... Es tut mir leid, Freunde. Es ist relativ spät in der Nacht. Es tut mir leid. Ich lasse es einfach. Vielleicht finde ich Folge besser. Ist es, Alter. Also, blamiert habe ich mich schon genug für die ganze Folge. Achso, warte mal. So. Okay. Okay, jetzt brauchen wir den Code.
Wir brauchen den Code. Ich weiß, welches. Okay. Ist das der Code hier? Wahrscheinlich schon, ne? H798. H7. H. Oh Gott, Alter. Das ist natürlich Fummelarbeit jetzt hier gerade mit Controller, ne? H798. Aber so wie ich gesehen habe, läuft die PS5-Version besser als der PC, als die PC-Version. Oh, Junge, oh, ich hab doch. Musst du nicht verstehen. Musst du nicht verstehen. Scheiß drauf, scheiß drauf. Ich bin der Beste, oder was? Verlassen? Müssen wir echt nur. Okay. Echt nur eins machen? Oder was? Oder wie? Oder? Unter dem Loot. Hm? Sollen wir das abchecken? Warte mal. Das checken wir ab, wenn wir schon mal hier sind. Checken wir das eben ab. So. Warum nicht? Wir müssen auf jeden Fall versuchen, die Scheiße weiter voranzutreiben. Cheese, ja klar! Granate! Okay, ja gut, ein von zwei ist ein von zwei getötet, oder? So. Großkaliber? Brauchst du nicht, wa? Nee, du bist ganz krass. Offengelegte Anordnung. Liebe Eternalistin, eine Tür öffnet sich, die andere bleibt verschlossen. Laut der Horizon-Dokumentationen... Dokumentation... müsstet ihr die angrenzende Station reaktivieren und betreten können, indem ihr mindestens zwei der drei Generatoren unten wieder zum Laufen bringt. Also macht das. Ach, diese HZN-Zeichen, die haben wir schon mal gesehen, die Türen. Die haben wir schon öfters mal gesehen. Ist das Ding kaputt? Hab den Schalter gedrückt und nichts passiert. Hast du es mal mit Ein- und Ausschalten versucht? Schnauze? Schnauze? Schnauze! Gott, die KI ist so dumm, Alter, teilweise, die ist so schlecht. Die ist Real Talk einfach echt schlecht, Alter. Aber komischerweise habe ich davon gefühlt fast gar nichts gelesen bei den krassen 9 von 10, 10 von 10 Tests, aber okay, gut. Da fragt man sich auch immer wieder, welche Version haben die gespielt, aber okay. Also, ist wahrscheinlich wiederum nicht jeder betroffen, ne? Aber das Gute ist immer bei so Let's Plays bei mir, es ist einfach direkt als Videobeweis festgehalten. Das haben wir ja schon öfters gesehen, dass die KI wirklich wirklich teilweise richtig scheiße ist. Was immer ein bisschen schade ist, wa? Bei solchen Spielen, aber gut. So. Ah, da kommen ja noch mehr. Hey, was geht? Okay, was wird hier geschützt? Ach, wisst ihr was? Ich überlege gerade einfach doch abzuhauen. Saft aufs Haus. Oh mein Gott. Nee, hau mal ab. Ich versuche, glaube ich, jetzt wirklich diesen Missionsstrang weiterzuführen. Ich glaube, so machen wir das. Ich glaube, diese weißen Sachen sind auch Nebenmissionen. Lohnt sich das? Weil ich habe teilweise hier schon gehört, so von einem Kollegen, dass man dann teilweise nur eine neue Waffe bekommt oder sowas. Aber das wäre jetzt für mich persönlich nicht der Überanreiz. Lohnt es sich ansonsten noch? Es gibt ja bestimmt den einen oder anderen unter euch, der das Spiel auch zockt, oder? So, hauen wir erstmal. Wie gesagt, ab. So. Raus. So. Cold 1, Wissenschaft 0. Bis dann auf der Party, Igor.
Haben wir ihn jetzt dazu gebracht, dass er dorthin gehen muss, oder was? Haben wir es abgeschlossen? Ja, wir haben es jetzt. Oh, okay, perfekt, das war's ja schon. Dann nehmen wir als nächstes das hier. Teleporttafel. Doch, den hatten wir schon mal. So, rein da. Rein ins Level. Ja, ja. Okay, doch, das machen wir als nächstes. Was hältst du von Geheimnissen? Ich verberge nichts. Meine Güte, es geht nicht immer nur um dich, Colt. Unglaublich, was für einen Scheiß du von dir gibst. Echt krank. Du bist nur ein trauriger, kranker Mann, der immer und immer und immer wieder die gleiche verdammte Antwort gibt. Also geht's hier um dich oder Charlie, oder? Halt, warte. Es geht doch um mich, oder? Das ist eine Art Psychotrick, oder? Deshalb haben wir nichts Schönes. Material. Das ist natürlich... Das ist immer schön, wenn du so nebenbei so einen kleinen Hinweis findest, weißt du? Mut zur Lücke. Hey, Bruder Brodsky? Okay. Das haben wir immer noch nicht, wa? Sie hält sich für die Jägerin. Lächerlich, oder? Bricht die Regeln. Hacken und zugreifen. Das nehmen wir natürlich schön mal mit hier. Das nehmen wir auch mit. Hallo? Hallo? Ich hab mir irgendwas geteert. So, einmal hier bitte lang. Hallo? Wer sieht mich denn? Also ich bin eigentlich jederzeit bereit für einen Fight, wa? Aber jetzt bin ich schon an einem Punkt angekommen. Schleichen ist keine Option mehr. Jagd durch den Eindringling. Welche Fähigkeiten habe ich eigentlich dabei? Jetzt haben wir die Karnisin-Tafel gar nicht ausprobiert. Scheiße, ey. Machen wir beim nächsten Loop. Oder hatten wir die schon mal getestet? Hey, was geht? Ich sag ja, der kriegt gar nichts mit. Die KI, Alter. Oh mein Gott. Ein bisschen Heilung. Hallo, Kuckuck. Muss nachladen. Ja, das ist natürlich ein scheiß Moment gerade. Okay. Nein, Tür ist gesperrt. Warum das denn? Toni kommen. Ah, guck mal hier, das können wir noch abspielen. Was hast du gegen Spaß? Wow, Alter, wo kommt der denn her? Spaß ist doch toll! Scheiße. So, mach das mal zu hier. Jetzt ist er reingerannt, oder was? Die Sau. Die feige Sau. Aber
Ist das überhaupt das Richtige? Ist es jetzt nicht nur einfach Charlie? Den haben wir doch schon einmal umgebracht. Boah, das war knapp. Hab den Verräter im Blick! Verarscht der mich? Der verarscht mich, wa? Hier war doch gerade noch einer. Charlie verarscht mich komplett. Die Drecksau, Alter. So, dann machen wir die Sachen halt eben aus dem Weg. Dass ich ihm locker flockig hinterherren kann. Wenn er es will, bekommt er die Scheiße. Hack die Scheiße, schneller! Alter, was ein krasses Bild. Oh, Junge, wie knapp, ich muss das riskieren. Hä? Das ist... Hä? Bin ich doof? Schieß doch! Boah, ich wollte gerade sagen. Starte neuen Durchlauf. Ey, Junge. Wie viele Gegner denn noch? Hallo. So. Teleportverbesserung. Okay. Charlies Schutzraum. Erhöht die Reichweite des Teleports. Ja, okay. Gut. Foto. Erinnere dich, die langen Schatten am Nachmittag. Küsschen. Ah! Okay, die lassen es wohl auf Fristat krachen. Ich wollte gerade sagen, die sind dann bestimmt beide an dem gleichen Ort zur selben Zeit, oder? Brief von Venji. Mr. Montage oder Mentuge. Ich muss Sie daran erinnern, dass weder Sie noch Frau Zbrubowska ausgebildete medizinische Fachkräfte sind. Das bin ich im Übrigen auch nicht, aber ich weiß genug über das menschliche Gehirn, um Ihnen ohne jeden Zweifel zu sagen, dass eine solche Prozedur mit Sicherheit Nebenwirkungen haben wird. Es gibt mit Sicherheit weniger riskante Möglichkeiten, um die Rechenleistung Ihrer sprechenden Maschinen zu verbessern. Dennoch bin ich weiterhin gewillt, die Operation durchzuführen, vorausgesetzt, Sie erlauben mir, alles aufzunehmen. Für die Nachwelt. Guten Morgen, Charlie. Pass auf, hier kommt's. Black Reef liebt dich. Du bist der krasse Typ, den wir jetzt brauchen. Allein wegen dir habe ich einen erfüllenden Tag. Bravo, bravo. Dein Verstand fließt geradezu über vor Wissen, Fremder. Die Java lüftet nun das größte Geheimnis von allen. Das meiner erstaunlichen Herkunft. Vor 467 Jahren erschienen meine Schwestern und ich auf dieser Insel, schlüpften durch die Risse in der Realität, nachdem uns unser herzloser Vater aus dem Königreich der 1000 Kristallpaläste vertrieben hatte. Vier, haltet euch bitte ans Skript. Das ist künstlerische Freiheit! Aber, okay, lass wenigstens nicht das Wichtigste aus. Die Automatenwerkstatt... Und das Charlie-Montague-Restaurationsprojekt. Charlie-Montague-Restriktionsprinzip. Ah, egal, BIT löscht das schon raus. Okay. Ihr seid unentbehrlich, gekürzt und vereinfacht. Der Loop wird von den Visionären verankert. Ja, genau euch. Sollte einer von uns sterben, wird der Loop destabilisiert. Das haben wir das schon gelesen? Und wenn alle von uns am gleichen Tag sterben, könnte der Loop zusammenbrechen. Sowas hatten wir doch schon mal gelesen. Übrigens sieht das ein bisschen aus wie so eine Motherbox aus DC. Universe. Comics, etc. Ihr wisst schon. Ich würde sagen. Kann man hier runter? Überlebe ich das? Uiuiuiuiuiui, das hat ja mehr reingehauen, als ich gedacht habe, ehrlich gesagt. Oh, egal, scheiße, aber ich habe keinen Bock hier die normalen Treppen zu nehmen, weil das ist für normale Leute, ich bin nicht normal. Ha! Au! Spaß. So, verkackt, was für verkackt, Alter, was redest du?
auch Fähigkeiten mitgenommen, die ich eigentlich gar nicht brauche. Weil ich muss ehrlich sagen, das unsichtbar machen ist zwar ganz cool, aber das hält so kurz an nur. Warte. Warte. So, weg hier, schnell, schnell, schnell. So. Okay, ich mach das jetzt wirklich straight. Eine Sache nach der anderen abarbeiten jetzt. Und dann raus, dann raus. Nächste raus, nächste raus, nächste raus. Rein raus, Mickey Maus. Ihr wisst Bescheid. Ich glaube, wir müssen jetzt mal ein bisschen effektiver arbeiten, dass wir das ja wirklich langsam mal durchsauen, das Game. Das Foto deutet darauf hin, dass sich die beiden in Fristad Rock treffen, irgendwo in der Nähe der Küste. Okay. Checken wir das ab. Checken wir das ab. Da lernt jemand dazu. Wenn ihr euch alle früh genug im selben Raum versammelt, könnte ich einen freien Nachmittag machen. Was essen, bisschen Zeit ziehen. Ich würde ja gern helfen, aber meinst du wirklich, du hättest gegen uns alle gleichzeitig eine Chance? Vielleicht nicht, aber ich war mal nah dran, oder? Und das hat dich nervös gemacht, denn du behältst mich gern hier und siehst zu, wie ich immer wieder sterbe. Ich sehe dich nicht gern sterben. Ich bring dich nur gern um. Kleiner Unterschied. Okay. Was ist denn... Was soll das? Warum bricht er das teilweise ab? Okay. Irgendwo in der Nähe der Küste. Das kann ja überall sein. Das ist auch in der Nähe von der Küste, theoretisch. Ja, hier ist auch eine Küste. Was ist das? Also. Scheiße, wir haben kein genaues Ziel. Das brennt nur ganz kurz. Das kann ja wirklich alles heißen jetzt. Das ist natürlich wiederum Kacke jetzt. Da habe ich jetzt nicht richtig drauf geachtet. Dann streifen wir mal einfach ganz kurz durch. Ne, so. Ich wollte die eigentlich nach hinten stoßen, aber irgendwie hat es nicht ganz geklappt. Geht doch. Was? Alter, okay, cool. Kill, kill, kill. Warte mal, hier waren wir ja auch schon überall, ne? Ja, das ist natürlich jetzt scheiße. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt auf eigene Faust finde oder ob ich es überhaupt finden kann. Auf eigene Faust. Sorry übrigens für meine Rotznase. Allergie kickt wieder übertrieben rein. Das tut mir leid, falls man das gehört hat die ganze Zeit. Ich weiß es nicht. Scheiße, das ist natürlich jetzt, das ist echt doof jetzt. Das ist jetzt echt doof. Ich glaube nämlich ehrlich gesagt nicht, dass ich hier irgendwie was... Oh mein Gott. Das war ja... Ja, ja, ja! Ja. Scheiße, scheiße! Schnauze. Dass ich hier irgendwas auf eigene Faust finde, weil das hat ja bisher absolut gar nicht geklappt, ne? Auf eigene Faust hier erkunden, aber mir wird auch nicht, mir wird auch nicht verlassen angezeigt. Also, wir können es theoretisch finden, aber... Wo kann es sein? Hier vielleicht? Das könnte auch eine Küste sein. Halt die Realität an. Vielleicht hier so? Eine riskante Wette. Ich spiele schon seit, naja, schon verdammt lange. Bootshaus, eine Hand oder drei? Deck auf oder steig aus, Frank? Was? Was ist das denn hier? Von allen Leuten bist du es. Ausgerechnet
Hi. Hi, Colt. Kennst du das hier noch? Erinnerst du dich an die Gespräche, die wir hier geführt haben? Scheiße, kann ich nicht behaupten. Ich helfe dir auf die Sprünge. Okay, nicht gut. Das ist gar nicht gut. Harriet hat recht. Man muss seinem Drang freien Lauf lassen. Lucinda Mirov, Colvin Serro. Erinnerst du dich? Du tust ihnen einen Gefallen, sie bringen es einfach nicht. Ich tue das für sie. Klinge ich wirklich so? Weißt du, ich hatte die Zeit noch heute Morgen, bis es wieder ausgeglichen ist. Und du hilfst mir dabei. So muss niemand an. Also erinnerst du dich? Auf einmal sind Lucindas Tricks doch nicht mehr so absurd, hä? Ich höre noch, wie Frank und du lachen. Ich sehe, wie sie blutige Tränen weinen. Du hättest etwas Respekt zeigen können. Nur etwas. Ja. Keine Ahnung. Wahrscheinlich hätte ich das ja. Wahrscheinlich war das schon. Weiß nicht. War das richtig, was ich da versucht habe? Ich hätte nur mehr Zeit gebraucht. Und jetzt ist es blockiert. Scheiße. Was ist das? Was ist das? Geil. Ist auch geil, dass ich jetzt nicht an meinen Körper rankomme. Alles Residuum verloren ist, oder? Super, nice Scheiße. Ja, cool. Okay, geil. Geil, einfach nur geil, Alter. Ah! Jetzt aber aufpassen, ey. Scheiße. Hab ich den Doppelsprung nicht? Ich hab den Doppelsprung nicht mehr. Oh Gott, ich Idiot. Was ist das? Warum bricht der das ständig ab? Ich bewege mich doch gar nicht. Ich bewege mich nicht. Ah, guck mal, hier einen habe ich wieder. Okay, alles gut. Alles ist wieder geregelt, Freunde. Alles ist wieder geregelt. Gut. War ja ein richtiger Reinfall, hier reinzukommen in das Mülllevel, ey. Guck mal, hier ist so eine. Okay, ohne Strom. Gut. Das kann man auch nicht auswählen. Kann man jetzt hier irgendwie zurück wieder? Oder das wird mir einfach gar nicht angezeigt. Ja. Wie komme ich jetzt wieder zurück, Alter? Wie komme ich jetzt wieder zurück? Was ist das für eine Scheiße, Alter? Mir wird gar nicht mehr angezeigt, dass ich zurück kann. Warum kann ich nicht mehr zurück jetzt, oder was? Was soll ich denn machen hier, Alter? Ich find's doch nicht auf eigene Faust. Ich bin zu doof. Anscheinend. Wie gesagt, es hat bisher nichts gebracht. Ich habe es öfters jetzt versucht. Ihr wart ja live dabei. Ich habe ja nicht ohne euch. Okay, das erlebt ihr. Ich habe ja nicht ohne euch gespielt. Bisher, jeder Versuch, irgendwie auf eigene Faust irgendwas zu finden, ist gescheitert. Das Bootshaus jetzt, dass ich das Bootshaus gefunden habe, ist der größte Erfolg bisher. Ja. Charlie und Fia haben das Foto irgendwo gemacht, als es noch wärmer war. Okay, Freunde, also, ja, wir müssen dann wohl wirklich so zu einer anderen Uhrzeit dorthin oder Jahreszeit oder sowas. Keine Ahnung, ey. Das stand da natürlich nicht drin, ne? Naja. Gut, Freunde, ey, ich wurde jetzt unterbrochen. Zwischendurch habt ihr vielleicht gemerkt, kleiner Cut. Deswegen beenden wir jetzt hier. Ich habe jetzt leider keine Zeit mehr. Und machen dann beim nächsten Mal weiter. Das Bootshaus haben wir immerhin entdeckt. Keine Ahnung, ob sich das, wie gesagt, dann rentiert, da mal reinzugehen. Da muss man wahrscheinlich wirklich schnell sein. Und die Scheiße schnell machen. Geschieht am Morgen. Ab damn, hä? Was hab ich denn jetzt? Achso. Also das jetzt hier? Was war denn das andere, was wir machen wollten? Was abends war? Das war doch das, da stand doch am Abend. Am Morgen? Nee, am Morgen. Und was war das, was wir... Ach, keine Ahnung. Wir werden es beim nächsten Mal sehen. Obwohl, warte mal, wisst ihr was? Ich mach das einfach so. Bis zum nächsten Morgen warten. So machen wir das. Wir haben nichts Geiles gefunden. Oder hatten wir irgendwas Geiles?
Ne, die Tafel habe ich ja schon direkt ange... Genau, ja. Machen wir es so. Dann machen wir beim nächsten Mal hier direkt weiter. Scheiß jetzt auf den Loop. Wir machen wirklich eine Information nach der anderen abhandeln. Und dann können wir so locker easy weitermachen, ja. So machen wir es jetzt ab sofort. Also, wir hören uns beim nächsten Mal, Freunde. Danke fürs Zusehen. Haut rein und tschüss.